Das ist ein schönes Tool, das man sich im Motorrad verbaut, um quasi die komplette Überwachung in Anführungszeichen zu bekommen. Der müsste dann eigentlich hier, hier haben wir viel genug Platz für den. Andere Filmteams und so, die haben da irgendwie große Kräne an Autos dran, so Riesenteile, ne, wo so 200.000, ach, klang das? 200.000 Euro, 500.000 Euro kostet und ich halt einfach den Arm vom Auto raus. Jeder kann seine Touren auch freigeben. Ne? Und jetzt der Timo Steinwandl ist heute am 2.3. zum Kundendienst gefahren. So, die Anschlüsse sind nicht hundertprozentig perfekt hier. Also live. Sieht jetzt gerade nicht so aus, als wenn das funktionieren würde. Sieht hier so aus, als wenn er nicht fahren wird. Breitling hat eine Bewegung an deinem Motorrad festgestellt. Alter, was für ein Motorrad? Alter! Produktvorstellung. Der Wingman von Breitling, das ist ein schönes Tool, das man sich im Motorrad verbaut, um quasi die komplette Überwachung in Anführungszeichen zu bekommen. Um was geht es dabei genau? Es geht ums Live-Tracking, also offensichtlich mit GPS, um Touren zu planen oder auch die Routen, quasi, die man gefahren ist, aufzuzeichnen. Da ist ein Unfallmelder mit drin, also im Falle des, wenn man stürzt und irgendwo alleine im Graben liegt, dann sollte das automatisch dann den Notruf aktualisieren. Und im Zuge dessen auch noch ein Diebstahlwarner. Das Ganze hört sich jetzt mordskomplex an. Es kommt im Endeffekt ein Kästchen, das ist ungefähr so handflächengroß, mit zwei Kabel dran. Zum einen ist aber ein Dongle dran, das kann man gar nicht einstecken. Also lediglich nur ein Pluskabel und ein Minuskabel, das an die Batterie ran muss. Ich habe mir mal die Anleitung durchgelesen, man muss eine App runterladen, das habe ich schon gemacht, zeigen wir euch mal eben kurz, da ist so ein QR-Code, das scannt man, dann kriegt man automatisch die App, dann kann man das Motorrad, indem man das verbauen will, fotografieren, kann sich da anmelden, quasi mit der Herstellerbezeichnung. Und und dann gehört das Gerät eigentlich schon an Strom angeschlossen und dann muss man sich mit dem Gerät verbinden. Und das werden wir jetzt mal einbauen, testen und dann vor allem auch mal schauen, inwiefern das auf der Straße funktioniert, währenddessen, dass einer von uns beiden quasi rumfährt und der andere schaut, wo er ist. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich bin gespannt. Schwierig vorzustellen. Bleibt da dran. So, dann nehmen wir hier mal die ZH2. Schauen wir mal, die Batterie ist in der Regel unter der Sitzbank. Ich habe schon mal gelinst. Schaut sie mal kurz mit her. Hier die Sitzbank. Ist relativ easy, glaube ich, hier abzunehmen. Ja, das war einfach. Und dann ist hier normalerweise irgendwo ein Verschluss für die Rücksitzbank vom Chuck. So einfach ist es. Und dann sehen wir hier schon die Batterie. Und hier müsste man eigentlich auch viel genug Platz haben, den Wingman verstauen zu können. So. Der müsste dann eigentlich hier, hier haben wir viel genug Platz für den. Und dann gehen wir auf jeden Fall mit den Kabeln hier so rein. Das ist jetzt eigentlich relativ einfach, hier anzuklemmen. So, dann haben wir hier die Sicherung. Da ist eine 5 Ampere Sicherung drinnen. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir das ein bisschen verstauen mit dem Kabelbinder. Damit die nicht so viel rumwandern können hier. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir den hier hinten befestigen. Das sind eigentlich die geilsten Dinger hier, diese Klettklebeteile. So, und wie wir jetzt sehen, er leuchtet jetzt rot. Und jetzt habe ich in der Anleitung gelesen, dass man jetzt in die App reingehen muss. Und muss jetzt irgendwie sich mit dem Motorrad verbinden. Um den Wingman nach dem Einbau in das Motorrad nutzen zu können, muss das Handy zuerst mit dem WLAN des Breitlings verbunden werden. Nach Eingabe eines Passworts wird die Verbindung zwischen dem Wingman und dem Handy hergestellt und das Gerät kann anschließend kalibriert werden. Hierbei muss anhand vorgegebener Möglichkeiten und Beispielbildern ausgewählt werden, wie das Gerät im Motorrad verbaut ist. Dadurch wird dem Wingman bei der Kalibrierung vermittelt, in welche Richtung sich das Motorrad später vorwärts bewegen wird. Sobald dies erledigt ist, muss man das Motorrad waagerecht halten und der Kalibrierungsprozess kann gestartet werden. Sobald dieser abgeschlossen wurde, kann der Wingman verwendet werden.
Neben dem Tracking von verschiedenen Daten während der Fahrt oder der Aufzeichnung gefahrener Touren verfügt der Wingman über eine sogenannte E-Call-Funktion, über die automatisiert ein Notruf ausgelöst werden kann. So, und jetzt heißt es hier Start Ride, also müssen wir uns jetzt in den Lederkombi schmeißen und Riding starten. Und dann schauen wir uns das mal an. Also, bis gleich. Und wie fahrt sich die ZH2? Eigentlich ganz gut, mal läuft die noch. Ja, sicher. Das was gut ist, wenn ich die filme, ich höre die schon von der Weide, immer dieses. Ja, das ist halt echt geil. Ja. Also das ist die App und die zeigt uns jetzt, wo wir hin. Und da sehen wir jetzt, dass wir da jetzt ein paar Mal auf und abgefahren sind, ne? Logischerweise. Und da unten ist die Hauptstraße. Und wenn ich jetzt da mal rauszoome. Genau, dann zeigt sie jetzt unseren ganzen Wurstel, was wir da jetzt alles rumgefahren sind, weil wir sind ja mehr oder weniger auf und ab gefahren und nicht rundum gefahren. Ne? Aber das sehen wir da jetzt eigentlich relativ genau. Und jetzt wäre noch interessant, dass ich dich während dem Fahren tracke. Das heißt, du musst jetzt auf einer Strecke fahren, die du jetzt noch nicht gefahren bist und ich bleibe hier. Okay. Dass wir das jetzt auch noch prüfen können. Ansonsten hat es jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt ausgeschaut, die ganze Sache. Das dafür benötigte GPS-Signal wird nicht vom Gerät selbst, sondern vom eigenen Mobiltelefon verwendet. Somit muss stets das Handy mitgeführt werden, um beispielsweise seine gefahrenen Routen aufzuzeichnen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die das GPS-Signal direkt vom Gerät abgreifen, setzt der Wingman auf das Handy als zentrales Element. Davon ausgehend, dass man dieses in der Regel sowieso immer dabei hat, ist das eigentlich eine sehr elegante Lösung. Beim integrierten Diebstahlschutz greift der Wingman aber dann direkt auf das interne GPS-Signal zu. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie das funktioniert. Kawasaki ZH2 Müller, sich Reitling hat eine Bewegung an deinem Motorrad festgestellt. Alter, was für mein Motorrad? Alter! Brauchst du dich auch noch mal blicken lassen da? Das GPS überwacht! Alter! Legt sie mit dem Falschen an! Ja. Gott sei Dank hat er den mit, nicht mitgenommen. Ja, kommst du wieder ins Warme rein! Oh. Das ist genau der Grund, warum man ein Motorrad GPS überwacht hat. Damit es keiner stellen kann. Es sind lauter Verrückte übereinander heutzutage. Das ist ein Wahnsinn. Das ist unglaublich. Aber gut, dass ich immer einen gescheiten Hammer dabei habe. Und
So, Fazit vom Wingman von Reitling. Wir haben den jetzt ausführlich getestet, sind wirklich viel auf und ab gefahren, haben den Diebstahlwarner oft ausprobiert. Da gab es zu bemängeln, dass der Diebstahlwarner wirklich ein paar Sekunden braucht, bis er anschlägt, also so um die 30 bis 40 Sekunden, je nach Empfang. Weil das kommt nämlich auch dazu, da ist ein integrierter Akku drin, damit die Batterie von dem Motorrad nicht ausgesaugt wird und das Gerät geht in Standby. Und bei einer Bewegung muss das erstmal aufwachen, sich mit dem Internet verbinden und dann quasi die Warnung ausgeben. In der Theorie stellt man sich schneller vor. Ich denke, dass es in der Praxis schwierig umzusetzen ist. Dann, was noch zu bemängeln ist, der Schräglagenmesser war nicht hundertprozentig genau, der da verbaut ist. Also der schreibt ja auch die Schräglagen mit bei der aufgezeichneten Route und hat es tendenziell zu viel angezeigt. Die Jungs von Reitling sind aber da nochmal dran, ein besseres Setting zu schreiben, dass das noch genauer ist. Ich habe das mal übereinander gelegt mit dem 2D-Data-Recording. Da hat es schon immer ein bisschen gefehlt. Aber das wird wahrscheinlich noch verbessert. Alles in allem, also für den Diebstahlschutz finde ich sehr gut. Dann natürlich auch für die Routenaufzeichnung, dass man auch seine Routen freigeben kann und dem Kollegen zeigen kann, hey, schau mal, ich bin hier gefahren oder ich bin alleine unterwegs, ich möchte mit jemandem zusammenfahren, hey, da ist ja doch jemand, so nach dem Motto. Also das ist schon eine coole Idee, hat auch einen happigen Preis. Ich verlinke das Gerät auf jeden Fall mal unten in der Beschreibung, da könnt ihr da gerne mal reinschauen, was das denn kostet. So von der Verarbeitung her ist das okay, das hat auch funktioniert, die App funktioniert auch wirklich sehr gut, die Response sehr gut, die hat sich nie aufgehangen, das war immer sehr flüssig, das funktioniert wirklich sehr schön. Hier die Ösen für die Pluspole würde ich eher kleinere wählen, die sind ein bisschen zu groß. Aber gut, das ist ein Centartikel, das kann man vielleicht noch verbessern. Und ja, es ist von dem her, von der Größe her, auch für einen Akku so notwendig, so groß zu sein. Wenn es kleiner wäre, könnte man es vielleicht besser im Motorrad verstecken und ein potenzieller Dieb würde es nicht so schnell finden. Also ich sag mal, na, wie jetzt bei der ZH2 ist es relativ easy, die Sozius-Abdeckung hinten runter zu machen und dann sehe ich als Dieb ja quasi gleich so, was ist denn das hier? WLAN? Okay, mal raus damit, so nach dem Motto. Ich denke, wenn man das aber länger für sich hat, könnte man es auch besser verstecken im Motorrad, irgendwo im Heckrahmen unten drin, sodass es nicht sofort auffällt beim Abnehmen der Sozius-Sitzbank. War für unseren Test jetzt natürlich dementsprechend notwendig, dass wir es halt auf die Schnelle da reinpacken, ist ja nicht unser Motorrad. So. Alles in allem, tolle Sache, tolles Gerät mit einem happigen Preis. Schaut gerne mal rein auf die Seite von Reitling. Und wer das gerne haben möchte, kann es natürlich gerne bestellen. Die Jungs von Reitling freuen sich. Ich sage danke, dass wir das Gerät testen durften. Ich hoffe, wir haben das ausführlich getestet, sodass ihr eine gute Meinung von uns bekommen habt. Also, danke fürs Zuschauen. Gebt uns gerne einen Daumen hoch. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.